Willkommen in der Saison von Mahakam und willkommen im neuen Patch. Im neuesten saisonalen Modus bekommt jede ausgespielte Einheit Zähigkeit. Das heißt, jede Einheit, die ihr in einer Runde benutzt, steht euch auch in der nächsten Runde noch punktemäßig zur Verfügung. Passend zur Saison von Mahakam habe ich ein Zwergendeck gebaut, mit dem ich einigermaßen Erfolg hatte diese Saison. Nicht nur ist das Deck an sich stark, es gibt auch zweimal die Quest im Belohnungsbuch, dass man 30 Zwergenkarten ausspielen kann. Das geht mit diesem Deck auch relativ rasch. Falls ihr also Lust habt, den Mahakamer Samen oder den Mahakamer Kartenrücken freizuschalten, lohnt es sich, dieses Deck mal auszuprobieren. Also, reden wir übers Deck. Wir haben hier fast eine Standard-Zwergenliste, wie man die letzte Saison, vor allem am Anfang der Saison, vermehrt gesehen hat. Wir haben das Zwergentrio, das sehr solide Punkte aufs Feld bringt. Mit Soltans Truppe haben wir den Schwarm. Die Schwarmelemente können wir mit Karten wie der Mahakamer Wache, Barclay Els oder Soltan Shivei sehr gut ausnutzen. Dadurch, dass auch recht viele Zwerge am Ende vom Zug auf dem Feld bleiben, aufgrund der Spezialbedingungen im saisonalen Modus, haben wir in der Runde 2 beispielsweise, nachdem wir in der ersten Runde ganz viele Zwerge ausgespielt haben, noch einige Zwerge übrig und können da ohne großen Aufwand schöne Punkte über Barclay, über Soldan direkt generieren. Das Besondere, was ich jetzt in dem Deck ergänzt habe, ist das Triss- und Frühlings-Equinoctium-Paket. Purify ist eine sehr wichtige Mechanik in diesem saisonalen Modus. Man will versuchen, die gegnerischen 10 Einheiten in ganz normale Einheiten wieder zu verwandeln, das Zehe von ihnen wegzureinigen. Das geht perfekt mit dem Frühlings-Equinoctium. Die ganze gegnerische Reihe wird nicht mehr zäh, kommt nicht mit in die nächste Runde und das bietet uns einen ziemlichen Vorteil. Ihr werdet diese Saison auch wahrscheinlich immer mehr Leute sehen, die diese Karte spielen, nachdem er sie eigentlich seit einem halben Jahr mindestens nicht mehr gesehen hat. Die Eiche bringt sehr solide Punkte aufs Feld. Mit Ruf des Waldes können wir sie konsistent rausholen aus unserem Deck. Die Novigrader Gerechtigkeit sind wieder sehr gute Punkte, die wir mit dem mystischen Echo zweimal ausspielen können. Das primäre Ziel sind die Zwergensöldner. Die alleine können dem Gegner die Runde ruinieren, eigentlich sogar das ganze Spiel für dich gewinnen, wenn der Gegner keine Antwort darauf hat. Man spielt die relativ früh in der Runde, generiert ganz viele Ladungen dadurch, dass man Zwerge spielt, säumt das ganze gegnerische Feld leer, wenn du für jede Karte, die du ausspielst, 4 Bonuspunkte bekommst. Das ist ziemlich stark. Ruf des Waldes kann man auch ziemlich gut doppelt ausspielen mit dem mystischen Echo, mit der Anführerfähigkeit. Zum Beispiel holt man sich einen Teil der Soltan-Trio-Kombo, Soltan-Krieger, Monro-Brois oder Figgis-Merluso, wenn man die nicht in der Anfangshand hatte. Und Soltan über den Ruf des Waldes ist natürlich auch stark. Aber die große Eiche, das ist unser Primärziel. Notfalls, wenn wir nichts Besseres gezogen haben, können wir auch Soltans Truppe doppelt verwenden und dann mit Soltan-Krieger die 6 gespawnten Zwerge alle boosten. Das ist auch noch halbwegs solide. Wie genau man dieses Deck spielt, werdet ihr im folgenden Match richtig gut sehen, denke ich. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich habe ein recht spannendes Match für euch vorbereitet. Wir spielen gegen ein weiteres Kurtel-Deck. Der Gegner spielt mit der früheren Fähigkeit von Suvahook, Guerrilla Tactics heißt die heutzutage. Wir sind jetzt in der Mulligan-Phase mit dem neuen Mulligan-Screen. Hauen erstmal. Was ist es? Der Zwergenstreitwagen. Den hauen wir weg. Wir haben eigentlich mit dieser Hand keinen Grund, den zu behalten. Es gibt keinen Soldan, der einen Vorteil davon hätte, da noch den einen extra Zwerg zu haben. Und dann noch ein paar Bronzekarten weghauen, dass wir ja
gute Hand bekommen. Leider haben wir jetzt den Mercenary nachgezogen. Den wollen wir eigentlich nie von Hand spielen. Eigentlich nur über die Novigrader Gerechtigkeit. Übrigens, toller Podcast, Novigrader Gerechtigkeit. Wir fangen an mit Figgis Merluzzo, mit dem Verteidiger. Boosten den, damit der Gegner keine Chance hat, da direkt unsere Verteidigung zu zerstören. Und jetzt warten wir darauf, was der Gegner als nächstes macht. Wir haben jetzt drei Zwerge auf dem Feld. Drei Zwerge auf dem Feld. Aber nicht wirklich eine Möglichkeit, mit diesem Zwergenschwarm etwas anzufangen, mit der momentanen Hand. Oder sehe ich da gerade einen Soldan? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das ein Soldan oder der Transformier-Zwerg ist. So, der Gegner spielt eine Dryade, vergiftet unseren Verteidiger. Wir könnten den jetzt theoretisch selbst purifyen, aber das macht sehr wenig Sinn. Dann werden wir die Zähigkeit los, werden die Verteidigerfähigkeit los und haben keine Chance, offensiv zu purifyen. Stattdessen einfach die Dryade weggehauen. Die Harmonie Engine losgeworden. Kommt uns ein bisschen teuer zu stehen, dass wir nichts gegen das Vergiften ausrichten konnten. Der Gegner vergiftet noch einmal und die Einheit ist weg. Darauf antworten wir mit einem Berserker. Fangen an, jetzt langsam da ein paar Punkte zu bekommen. Jeden Zug macht er einen Schaden, verliert er eine Rüstung. Insgesamt 7 Punkte für 4 Provisionen, wenn alles gut läuft, ist eine recht starke Karte. Der Gegner spielt schon Melaine aus, wird die ganze Rüstung los. Aber wir können natürlich noch ein bisschen Nachschub generieren. Boosten um 5, geben 2 Rüstungen, insgesamt 7 Punkte. Dafür ist die Karte gut. In Kombo mit diesem Zwergenberserker. Der Gegner hat da auch einen. Spielt den aus. Der fängt an loszupingen. Kurze Verbindungsprobleme. Einer der Gründe, wieso es nicht wirklich möglich ist zu streamen für mich gerade. So, jetzt spielt der Gegner eine Wagenburg. Sein Berserker bekommt jeden Zug die Rüstung zurück, die er in Schaden verwandelt. Auf lange Sicht ist diese Wagenburg also eine Ein-Punkte-Engine. Beziehungsweise ein bisschen Schutz erzeugt die gegen unsere Pings. Aber wie hier haben wir gesagt, ein bisschen Glück, können die ungerüsteten Einheiten treffen. Plötze ist draußen. Das heißt, der Gegner hat eine Goldeinheit, eine starke Goldeinheit weniger. Spielt jetzt auch Tempering. Gibt seinem Zwergenberserker nochmal ein bisschen mehr Rüstung. Auf einer 5-Karten-Runde ist das schon Overkill. Vor allem hatte er die Wagenburg, die fröhlich weiter Rüstung verteilt. Mit Guerilla Tactics werden zwei unserer Berserker wegverschoben. Ich denke nicht, dass das der richtige Zug war. Man hätte jetzt auch den Resilient 1er wegverschieben, zerstören können. Die Pinks, die könnte man einfach wegpassen. Einfach die Runde früher beenden, dadurch wird weniger Rüstung in Punkte transformiert. So werden direkt 2 Punkte von der Anführung
von der Anführerfähigkeit geopfert. Und jetzt kommt erst die Synergie mit dem Verschieben. Der Gegner spielt ein sehr merkwürdiges Deck und spielt alles in die Melee-Reihe. Das können wir ziemlich gut ausnutzen. So, jetzt haben wir selbst noch Resilient-Einheiten. Und zwar 8, 11, plus nochmal 2, 13 Punkte haben wir Resilient. Der Gegner dafür gar keine. Jetzt sind es 5. Wird ein bisschen angepingt. Ja, die Zustände verändern sich von Zug zu Zug. Wir spielen eine frühe Eiche. Vielleicht etwas kontrovers, aber damit haben wir dann 8 Punkte Carryover in die nächste Runde. Eine frühe Eiche ist in diesem Deck, in diesem Modus, tatsächlich nicht mal so schlecht. Den Mercenary möchten wir natürlich nicht ausspielen. Das wollen wir uns sparen für die schöne Novigrader Gerechtigkeits-Kombo mit zweimal den Mercenaries. Zweimal zwei Mercenaries, um genau zu sein. So, der Gegner spielt seine eigene Eiche. Pingt eine geboostete Einheit an. Eigentlich nicht mal so richtig. An seiner Stelle hätte ich lieber etwas angepingt, das Auswirkungen hätte. Monosuperus zum Beispiel. Der Monosuperus, der dann nicht in die nächste Runde gekommen wäre. So, der Gegner spielt noch einen Geralt aus, zerstört unsere Eiche, hat dadurch dann eine eigene Eiche Carryover. Unsere erspart er sich. Wir ziehen nach, hauen beide Mercenaries weg und versuchen diese Runde wahrscheinlich eher kurz zu halten und dann in die nächste Runde zu gehen mit der Novigrader Gerechtigkeit. So, der Gegner spielt Pafko Gale, 5 Punkte Einheit, reicht ganz knapp nicht für uns hier einen Soldaten zu benutzen, um Pafko wegzuhauen. Interessant ist auch, dass Pafko nur ein Schaden pro Runde macht, weil Geralt von Riva, wie gesagt markiert, eine neutrale Einheit ist. Wir haben 7 Punkte Schaden können wir machen. Eine 7er Einheit können wir besser gesagt zerstören mit Soldern, weil wir 7 Zwerge auf dem Feld haben. Der Gegner hat einen Defender, den bewegt er, boostet den um 2, was ein bisschen zeitverzögert ankommt. Und jetzt haben wir eine perfekte 7 zum Zerstören. Gehen hier gefährlich lang in die zweite Runde rein für den Gegner. Ich weiß nicht, wieso er versucht, uns so weit auszubluten. Bemerkt der Gegner auch selbst, passt wir natürlich zur Antwort genauso. Hoffen jetzt, dass wir Spring Equinox aus der Hand bekommen und dafür die Novigrader Gerechtigkeit nachziehen. So, Mercenary wollen wir nicht auf Hand, den wollen wir über die Novigrader Gerechtigkeit ausspielen, die wir gezogen haben. Direkt, ohne zu zögern, Novigrader Gerechtigkeit für 4 Dwarven Mercenaries. Das sind unheimlich viele Punkte. Wir haben noch den Zwerg, der sich für alle Zwerge in der Reihe boostet. Insgesamt mindestens 3 Zwerge, die wir ausspielen werden. Das sind nochmal 12 Punkte, die die Ping zusätzlich zu den 4, 5, 6 Punkten, die Grad aufgeladen sind. Da kann der Gegner eher schwieriger dagegen ankommen, wenn er nicht Grad Arrakis Venom hat oder Manticore Venom, eine der Karten, die 3x3 Schaden machen. Und ja, der Gegner gibt auf. Natürlich ein GG. So. Das war's dann auch schon mit dem Deck Guide. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war mein Deck. Seht ihr hier noch einmal. Ein paar Unsicherheiten habe ich noch in den Bronzekarten vor allem. Der Zwergische Streitwagen. Ich weiß nicht, ob ich den halte, ob ich da noch einen zweiten brauche, damit die überhaupt effizient sind. Die Vergütung könnte ich vielleicht auch noch ein zweites Mal reinnehmen. Mal schauen. Also, falls ihr das Video genossen habt, könnt ihr gern hier ein Like hinterlassen, abonnieren, was man hier so macht.
Dann wisst ihr immer, wann neue Videos kommen. Ansonsten Twitch, Discord, ihr wisst, wie es läuft. Ciao und hoffentlich auf bald.